Kicks hier zu einer weiteren Folge von DSN 4. Ja, wir sind wieder zurück. Und ja, heute geht es weiter mit dem ersten Durchgang. Und schauen wir mal, wer sich heute durchsetzen kann. Wir starten diesen ersten Durchgang mit Markus Eisenbichler, der sich gerade so qualifiziert hat. Aber hier auch wieder mit Problemen. Da wird weiterhin mit 0 Punkten bleiben. Schade. Ja, er hat einfach nicht sein wollen. Absprung zu spät und schon ist er weg. Philipp Aschenwald. Sehr gute Qualifikation gesprungen. Mal schauen, ob er den Trend jetzt anhalten kann. Die Kamera zoomt zwar ein bisschen weg jetzt natürlich durch diesen Absprung, aber 133,5 Meter könnte zu wenig sein auf jeden Fall. Da hätte mehr drin sein müssen eigentlich. Weiter geht's. Stefan Huller. Der schafft diesen Sprung schon mal sehr viel besser. Sehr viel besser. 137 Meter, sehr gute Noten. Das ist Rang 1 natürlich erstmal. Und da kann er sich schon eigentlich mal das Ticket für den zweiten Durchgang buchen damit. Und ich würde sagen, Aschenwald müsste eigentlich auch raus sein. So krass, wie die Qualifikation gelaufen ist. Aber schauen wir mal. Kamel Stoch jetzt. Für den gilt Ähnliches wie für Aschenwald. Der schaut nicht wirklich besonders gut aus. Auch ähnlich weit, vielleicht ein bisschen weiter. Nee, nicht mal. War kürzer, Noten waren besser, aber er bleibt hinter Aschenwald auf Rang 4, auf Rang 3. Wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Das Niveau war einfach zu hoch in der Qualifikation. Schauen wir mal. Simon Ammann. Aber man kann ja, es kann sich ja alles ändern. Auch Simon Ammann hier, der hat ja auch eine schwierige Qualifikation. Auch hier tut er sich schwer, 132,5 Meter. Ist auf Rang 3 im Moment, aber wie gesagt, die werden sich alle sehr, sehr schwer tun. Nächster Springer, Eto Nussiainen. Der sieht gut aus. Der sieht sogar mehr als gut aus. Der war stark. 136,5 Meter, Rang 2. Da wird er sich auch schön qualifizieren, würde ich mal behaupten. Nächster Springer, Gregor de Schwanden. Ein bisschen steil. Verliert hier auch in Geschwindigkeit und kann das dann natürlich nicht ganz mitnehmen, aber es ist im Moment Rang 3. 0,1 Punkte für Aschenwald, das könnte was bedeuten nachher im Nachhinein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Nächster Springer, Michael Heiböck. Auch er zu spät am Absprung und dann auch weit abgeschlagen. Weit abgeschlagen, 127,5 Meter nur. Das ist Rang 7, damit wird er auch ohne Chance ausscheiden. Nächster Springer, Dennis Kornilov. Hat er die Quali gewonnen, glaube ich. Auch hier sehr stark von ihm. 139 Meter, das ist mal eine Ansage. Der war sehr stark, damit führt er auch. Und hat die Form der Qualifikation bewiesen. Nächster Springer, William Rhodes. Doch ein US-Amerikaner mit dabei. Ich weiß nicht, wie es mit seinem Kollegen ausschaut, aber auch William Rhodes. Gut unterwegs, 135 Meter, das ist Rang 4. Kann sich auch sehen lassen. Wird wahrscheinlich auch mit dabei sein dann. Nächster Springer, Juri Tepesch. Auch der Slowene hier gut unterwegs. Nicht ganz top, aber 136,5 Meter ist auch stark. Rang 4, nicht ganz, nicht so viele Punkte wie Nussiainen. Deswegen Rang 4. Wird sich aber auch wahrscheinlich noch auf eine zweite Durchgangsteilnahme gute Chancen ausrechnen, würde ich mal behaupten. Weiter geht's. Anders Fannemel. Auch er, sehr gut. 136,5. Rang 4 wiederum. Genau zwischen Nussiainen und Tepesch jetzt rein. Halvor Egner Granerud. Im echten Weltcup, gerade auf einer Aufwärtskurve, hier noch nicht ganz angekommen. Kann nie wirklich zwei gute Sprünge zeigen. Auch hier Qualifikation gut. Hier eher schwierig, Rang 7 mit 134 Meter. Die Punkte sprechen gegen ihn, sage ich jetzt mal. Die Punkte sprechen eher gegen ihn. Nächster Springer, Taiki Ito. Schauen wir mal. In der Quali hat er sich eher schwer getan. Hier sieht er wiederum gut aus, der Sprung. Jawohl, 138 Meter, sehr gut. Rang 2 hier für Ito. Nächster Springer, Pius Paschke. Hat es auch nur sehr knapp geschafft, aber immerhin geschafft. Im Gegensatz zur anderen Hälfte des deutschen Teams. Hier stürzt er leider auch mehr oder weniger fast ab. Dann unten
130,5 Meter, nur Rang 13. Auch wahrscheinlich keine Chance hier, sich irgendwas auszurechnen auf dem zweiten Durchgang. Sebastian Colloredo. Ja, das schaut auch wieder mal gut aus von Colloredo. Der war auch sehr stark. 138,5, Rang 3 durch die Noten. Trotzdem sehr starker Sprung. Kann man schon mal so stehen lassen. Nächster Springer, Jernej Damjan. Ja, sehr steil gewesen hier oben erstmal. Ja, das wird auch schwierig. 134 Meter, Rang 9. Immerhin vor Granerud. Deutlich bessere Noten. Mal schauen, ob das dann im Endeffekt reichen wird oder nicht. Severin Freund, hat er eigentlich wenig Probleme in der Quali. Hier schaut es eigentlich auch wieder gut aus für ihn. Ja, der ist auch wieder mit dabei. 137,5 Meter, Rang 4. Da kann er sich noch einiges ausrechnen im zweiten Durchgang sogar. Wenn die Weite da vorne nicht mehr so überboten wird. Wladimir Zograwski. Wird generell wahrscheinlich ein sehr spannender zweiter Durchgang werden. Ich kann jetzt schon sehen, dass es sich der sehr, sehr durchmischen wird. 134,5, Rang 12. Puh, schwierig auch hier. Schwierig auch hier. Nächster Springer, Tilen Bartol für die Slowenen. Auch eher mit Problemen, leichten, aber kommt dann doch noch auf eine gute Weite. 136,5 Meter, Rang 9. Ist er trotzdem der schlechteste von den 136,5ern. Muss man auch mal erwähnen. Wir werden sehen, ob das dann irgendwie in Relation kommt für den zweiten Durchgang. David Kubacki. Es schaut auch hoch aus. Kann er die Geschwindigkeit mitnehmen? Nicht ganz so weit wie gedacht, aber 136 Meter, Rang 8. Ja, da platziert er sich genau in der Mitte von 136,5ern. Hat einen halben Meter zwar kürzer, aber bessere Noten natürlich. Dadurch ist er dort, wo er jetzt ist. Nächster Springer, Robert Johansson. Auch gut. Aber nicht ganz top. 134,5 Meter, Rang 13. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wo ihn das hinführen wird. Nicht ganz wirklich gut. Konstantin Schmidt hatte eine gute Quali. Kann er das auch hier in den ersten Durchgang ummünzen? Wir werden sehen. Ja, nicht ganz so gut wie Freund. Immerhin über die Hillsize. Rang 12 im Moment sein Ergebnis. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo das am Ende hinführen wird. Nächster Springer, Roman Kudelka. Auch er ist immer wieder mal für ein gutes Ergebnis da. Hatte ich jetzt kurz Probleme mit der Maus? Ja, hatte ich. Aber 136,5 Meter, Rang 12. Ja, eher am schlechteren Ende dieser Weite. Quasi. Aber Rang 12 ist Rang 12. Er liegt genau in der Mitte. Wir werden sehen, wo er dann am Ende landen wird. Taku Takeuchi jetzt. Scheint der erste Japaner zu sein mit gröberen Problemen. Und ja, auch er wird raus sein. 130,5 Meter, Rang 22. Wird sich heute nichts für ihn ausgehen. Schade. Nächster Springer, wieder mal ein Pole. Maciek Hot. Die sind gut verteilt hier im Feld. Die Polen, muss man sagen. Also haben alle gute Chancen, immer einen guten Sprung zu landen. Was? Das ist eigentlich jeder, weil jeder eigentlich fast immer die gleichen Bedingungen hat. Wie auch immer, 135 Meter, Rang 11. Kann sich sehen lassen. Wird wahrscheinlich damit auch mit dabei sein. Nächster Springer, Manuel Fettner. Auch er scheint okay unterwegs zu sein, aber okay reicht halt manchmal nicht. 133,5 Meter, nur Rang 20 an seiner Stelle. Ex-Eco mit Aschenwald tatsächlich. Ja, es wird sich für beide nicht ausgehen, so wie es ausschaut im Moment. 27 erst unten und beide auf Rang 20. Ja, wird sich nicht ausgehen. Clemens Eigner jetzt. Ihm geht es gleich ein bisschen besser als seinen Kollegen. So ist es. 136,5 Meter, das ist Rang 6. Sehr stark. Damit kann er sich schon mal eigentlich für den zweiten Durchgang direkt mal vorbereiten. Junshiro Kobayashi schon in der Luft. Auch er sehr stark unterwegs. 138 Meter, Rang 6, kann sich sehen lassen.
Nächster Springer. Anti Alto für die Finnen. Ein bisschen spät war der, glaube ich, oder? Aber er hat so passiv ausgesehen, der Sprung, aber war gut. 137,5 Meter, Rang 8, vor seinem Teamkollegen hier in diesem Fall jetzt auf Rang 8, wie gesagt. Der Teamkollege auf 9. So. Czestmír Kosicek. Weiter geht's. Wieder ein Tscheche. Einer der wenigen dieses Jahr. Nur mit Roman Kulka, glaube ich, eher der einzige. Beziehungsweise sie sind nur zu zweit. Hier Kosicek mit Problemen. Rang 29 ist damit auch draußen. 11 sind im Moment mit dabei. Das geht hier bis David Kubacki im Moment. Wird aber sicher noch ein bisschen nach unten gehen, diese Linie. Jewgeni Klimov. Das sage ich immer Jewgeni, wenn Evgeni eigentlich sein richtiger Name ist. Keine Ahnung, Gewohnheit. Aber trotzdem reicht es heute nicht für ihn. Nur Rang 25, 132,5. Das war wohl eher nix. Nächster Springer, Gregor Schlierenzauer. Kann er sich wieder mal ein bisschen verbessern im Gesamtweltcup? Wir werden es sehen. Weil er schon ein bisschen weit runter gerutscht. Hier und heute scheint es eine zweite Durchgangsteilnahme zu geben. Ja, die ist schon fix. 136,5 Meter, Rang 12. Immerhin. Und 4 Punkte ist er auch nur vor der Spitze weg. Also kann alles noch möglich sein im zweiten Durchgang. Naoki Nakamura. Der nächste Japaner mit hier Problemen. Aber er ist trotzdem noch gut weit gekommen dafür. Aber nur Rang 21. Da muss er auf jeden Fall noch zittern. 135,5 Meter hatte er hier. Weiter geht's. Ante Semenic. No. Danach sind 15 Leute qualifiziert. Genau die Hälfte der fix qualifizierten. 15 dann noch oben. Wir werden dann sehen, was es dann ausmacht. Auch Semenic dieses Mal nicht dabei. 133 Meter, nur Rang 29. Und da kommen noch 15. Da wird es sinngemäß wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay, weiter geht's. Alex Insam. Anscheinend geht es doch zu Hilsers hin. Aber man muss die doch, glaube ich, überspringen. Schauen wir mal. Alex Insam. Was macht er hier jetzt? Auf jeden Fall knapp. Aber 134 Meter ist im Moment Rang 19. Die Noten sind gut. Er kann sich auf jeden Fall Hoffnungen machen, würde ich jetzt mal behaupten. Schauen wir mal. Weiter geht's. Jakub Wolny. Der zweitbeste Pole im Gesamtweltcup. Nicht, dass ich nochmal den Fehler wiederhole, den ich in der Qualifikation über den Preis gegeben habe. Gesagt, dass er der beste Pole ist, das stimmt nicht ganz. Und hier leider einen Fehltritt für ihn. Und den hat er dann doch ganz oft im ersten Durchgang, dass er mal einfach den Sprung nicht schafft, wirklich. Dafür im zweiten Durchgang meistens besser war. Aber hey. Vincent de Kompé Savoyard jetzt dran. Wir begeben uns schon langsam auf die letzten 10 hinzu. Ja, Vincent de Kompé. Sehr stark, 139 Meter ebenfalls. Rang 2, 0,5 Punkte nur hinter Denis Kornilov. Da konnte doch noch einer rankommen an Kornilov. Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Nächster Springer, Daniel André Tande. Für ihn geht es auch darum, ein bisschen weiter vorne anzuschließen. Kann er zumindest mal. Rang 13, alles noch offen für den zweiten Durchgang bei ihm. Nächster Springer. Robert Kranitsch und dann sind noch die Top 10 oben nach ihm. Ja, Kranitsch, nachdem er aus den Top 10 gefallen ist, scheint hier auch Probleme zu haben. Schon wie in der Quali, die eigentlich nur sein Probesprung war. 133 Meter, Rang 34, das ist jetzt schon zu wenig. Und jetzt haben wir Daniel Huber und ich habe anscheinend doppelt geklickt, so schnell, dass es direkt zum nächsten Springer ging. Komisch, aber ist so. Daniel Huber kommt über die Hillside, aber ist im Moment auf Rang 17. Das bedeutet aber, dass er auch dabei ist. Ja, aber trotzdem 5 Punkte fehlen ihm zur Spitze. Es ist so, ja, gut. Bis inklusive Konstantin Schmidt sind im Moment die Leute dabei. Der nächste Springer, Jonathan Leroyd. Für die Franzosen, sein Kollege ja schon gut gesprungen. Was kann er schaffen? Ja. Schwierig wird es für ihn. Rang 26. Das wird zu wenig sein. Das wird zu wenig sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir 31 Leute im zweiten Durchgang haben werden, wenn sich nicht noch was ändert. Stefan Kraft. Auch er stark unterwegs in der Luft. Ah, hat unten ein bisschen was verloren, aber Rang 11.
die Noten waren, da wäre mehr drin gewesen. Aber trotzdem, Rang 11, gutes Ergebnis erstmal hier. Nächster Springer, Martin Omme. Was kann er hier bringen? Was präsentiert er uns? Alles so ein kleines Problem mit dem Vorbau. Dann ist der Sprung meistens hier schon verloren. Aber trotzdem noch immer 135 Meter, Rang 17, das sagt eigentlich alles aus, dass er eine sehr hohe Qualität hat, wenn alles funktioniert. Nächster Springer, Gabriel Kahlen für die Schweiz. Hopschwitz. Auch sehr gut unterwegs. Ja, der wird auch weit vorne das sein. Rang 8, 136,5 Meter, stark. Mehr gibt es hier nicht zu sagen zu seinem Sprung. Nächster Springer, Johann André Vorfang. Ja, sehr steil oben weggekommen. Wird die Geschwindigkeit unten ausgehen? So ist es auch. 135,5 Meter. Trotzdem Rang 18 ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und jetzt sehen wir schon. Ryoyo Kobayashi. Beste Japaner im Gesamtweltcup. Hat zweimal hintereinander gewonnen, glaube ich sogar. Ziemlich am Anfang der Saison. Schauen wir mal, ob er sich so ein bisschen zurückkämpfen kann hier. Im Gesamtweltcup. Schaut auf jeden Fall schon mal gut aus. 137,5 Meter. Gute Noten. Das bedeutet Rang 5 ex aequo jetzt mit Severin Freund. Da kann er sich schon mal freuen. Und jetzt haben wir noch drei Personen oben. Einer davon jetzt Piotr Schiller. Ja, auch eher gut unterwegs. Kann mit Kobayashi definitiv mithalten. Er platziert sich auf Rang 9. Das ist direkt hinter ihm. Da sind aber trotzdem ein paar Ex-Eco platziert, das heißt nicht zwingend, dass er dann, dass die beiden hintereinander springen. Nächster Springer, Dimitri Vassiljev. Rang 8 und 9 sind seine Konkurrenten, da muss er schon ähnlich weit springen. Schaut gut aus, der Telemark auf jeden Fall sehr stark auch. 136,5 Meter sind aber jetzt im Moment nur Rang 13, aber von den Punkten ist er nicht weit weg, also auch er kann mithalten. Schauen wir mal, was Peter Preuß jetzt macht. Er muss auch mithalten können, zumindest. Ich glaube, wir sehen heute einen, beziehungsweise morgen einen neuen Weltcup-Führenden. Weil das war zu kurz. 133 Meter, nur Rang 43. Damit ist Peter Preuß raus und seine drei Hauptverfolger sind aber im zweiten Durchgang. Ja, Denis Canelo führt vor Vincent Decombe und Daiki Ito. So sieht's aus. Und die drei schauen wir uns nochmal in Wiederholung an. Dann haben wir noch bis inklusive Alex Insam, ja, der hat es auch noch geschafft tatsächlich mit Jene Damian. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Robert Johansson ist draußen trotz und auch Naoki Nakamura. Schwache Noten bei einer guten Weite eigentlich. Ja, viele draußen mit über 134. So ist es nun leider. So sieht's aus und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis dahin springt schon brav weiter.